Who's that Pokémon? It's Pokéminati. Hi! Drei Pin-Kollektionen, zwei Pokéminaten und ein Opening. Hallo. Hallo. Ich habe das ziemlich gut gemacht. Gerade nochmal, ganz kurz, nochmal den Synchronisierungsklatscher, weil das Gute ist, wenn jemand hinten dran klatscht, weißt du, und ja. Ich sehe es vorne dran, ne, dann weiß ich nicht, wann geklatscht wird. Aber macht nichts, jetzt habe ich's. Lisa. Maurice. Ich finde, deine Kevin-Imitation, die war überragend. Ja, ich muss mich ja gut, ich habe mich sehr konzentriert. Ja, sehr konzentriert. Vor allem hast du vorher noch die Stimme geölt, ich weiß. Du hast uns mitgebracht, drei Blister. Eine 2. Ne, sind Kollektionen, ne? Sind Pin-Kollektionen. Mittlerweile schimpft sich die Company jetzt hier schon mit Kollektionen, so dabei sind es einfach Blister, ne, mal ganz ehrlich. Es sind Dreier-Blister. Naja, es sind Dreier-Blister. Ist jetzt halt ein Pin drin. Ich habe es zum Kevin gesagt, ich habe eigentlich echt so eine kleine Box vermutet, ne? Echt? Also ein bisschen was Dickeres, ja. Wo dann noch so ein bisschen Infomaterial dazu mit dabei ist. Aber naja, was soll's. Als Erklärung für den Pin oder was? Oder? Ja, nee, aber vielleicht noch so einen kleinen Goodie irgendwas dazu, weiß nicht. Oh, was ist du? Was hast du da für Technok? Tja, Lisa. Wow. Beim Öffnen. Struggle is real. Beim Öffnen bin ich dabei. Ja, Lisa, hier ist der Trick, guck mal. Ich hab's, gar kein Problem. Okay, jetzt klappt's auch nicht mehr so gut. Mhm. Das ist der Vorführeffekt. Hier wird keiner vorgeführt bei uns. Aber die Pins sind eigentlich nice. Also, was bekommt ihr cool. Für eigentlich 18 Euro UVP? Eigentlich. Ihr bekommt einen Pin. Und ich mach Gottrom. Gottrom magst du ja so. Das richtig ja, ne? Gottlos, das Pokémon. Gottlos. Ja. Genau, dann gibt es natürlich noch eine Promo entsprechend. Auch hier machen wir wieder, du nimmst Gottrom. Ja, das liegt bei dir. Okay. Hallo. Hallo. Keine Münze. Keine Münze und 3 Mal. Und einen Code gibt es noch dazu. Ja. Und einmal rein für alle. 3-mal ein Booster. Sind der Könige. Bei uns aber für 27. Also 98. 17 Euro natürlich. Genau. Also 16,99 auf der... Ich glaube, das war Gottrom, oder? Gottlos war das? Es war gottlos, ja. Ich habe okay. Ein Tellion. Sleeves kriegen sie trotzdem, auch wenn sie gottlos sind. Mhm. Ziemlich cool mit dem Galaxy Foil. Ja. Gefällt mir sehr gut. Kann auf so einem Galaxy Foil eigentlich auch ein Swirl drauf sein? Ja, normal schon. Wobei, vielleicht täusche ich mich ja. Egal. Also auf jeden Fall. Wir beobachten das. Mal. Genau, wir behalten es im Auge. Seit heute, wo wir es wieder aufnehmen bei uns. Wir haben die Ware leider nicht vorbekommen, sonst hätten wir vorher noch ein Video gemacht. Lisa, du bist noch eine goldene Karte schuldig aus dem Set, ne? Das stimmt. Aber leider würdest du die jetzt für uns ziehen, ne? Das stimmt, ich sah dann etwas war meiner. Das ist den du dir gekauft hast, ne? So stimmt das. Ja, was würdest du gerne noch so ziehen, so als, Von Zenit? Ja. Mew zum Beispiel. Oh. Wow. Die ist sehr hübsch. Geht's jetzt um dich oder die Karte? Wenn du mich siehst, sag Maschallah, einfach die Hübsche. Um die Karte. Ah, ja, dann, ja. Würde ich noch gerne... Oh, Suicune-Pulse nochmal direkt Maschallah. Aus. Was? Stark. Okay, das war ein Mai-Dreier-Blister, gell? Was? Nee, nee, nee. Oh, und noch ein Gio. Jetzt kommt sie so um die Kurve. Ja. Yeah. Ja. Das ist eine ziemlich coole Card. Suicune habe ich dir da gezogen, oder? Ja, stimmt. Ist in meinem Bein da. Ist in deinem Bein, ne? Was für eine Karte würde ich denn gerne unbedingt nochmal haben? Also, ich sag dir, wie es ist. Arceus in Gold würde ich gerne mal ziehen für mich. Hast du noch gar nicht gezogen? Für mich nicht. Okay. Ja, das kenne ich auch nur von Bildern. Ein Giratina wäre auch mal was ich gerne für uns ziehen würde, aber irgendwie... Vielleicht sollten wir mal mehr aufmachen, Kevin. So stimmt's. Muss so 50er Opening. Oder so ein 100er Opening wie bei den Card Buddies. Ich struggle gerade ein bisschen mit der. Haben die überhaupt wieder so riesen Openings gemacht? Ja. Ja. Wobei, zu Zenit weiß ich nicht, aber. Haben die richtig reingeorgelt oder was? Ordentlichst. Grüße, ne? Na? Tschüss. Da schmeißt die Card schon weg. Card Flipper. Das war die Rettungsbox. Und. Oh, Lisa! Wenn ich was kann, dann sind es strahlende Chlorakzie. Strahlendes Chlorakzie, ne? Und? Schmeckt auf jeden Fall. Oh, wunderschön.
Endlich tun wir mal nicht den Müll rausziehen für uns. Gar kein Problem. Ich ziehe ja mit. Das stimmt, ja. Das ist dein guter Vibe hier natürlich. Lisa hat vorhin als erstes die Box rausgenommen. Deswegen hat sie ja die Schmutzbox da. Ach so. So stimmt's. Gut, ich meine, mit dem You kann ich mich nicht beklagen aus einer Kollektion. Also ich bin auch noch bei einer Kollektion tatsächlich. Ich habe separiert geöffnet. Das ist gut. Ich würde dir auch dann das einen Booster mehr lassen. Ja. Freunde aus Sinsheim. Dein legendärer Insta-Post. Ja, so stimmt es. So, und? Trau mich gar nicht, noch was zu pullen. Okay. Gut. Gut. Du darfst. Ja, so Gülden, die wäre jetzt halt schon noch geil, ne? Das spricht wieder dann für Dreier in dem Fall. Kollektionen, ja. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Jetzt könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben, aber da hätte man auch einfach einen Blister draus machen können, ne? Das ist ja Quatsch, dass man das Kollektion nennt. Ja. Aber es gab ja schon immer so Pin-Kollektionen. Und die Pins sind, glaube ich, haben schon eine gewisse Fanbase. Aber waren zum Beispiel die Pin bei Verborgenes Schicksal war doch so eckig. Die das New war so ein bisschen. Pin. Ja, ich weiß, was du meinst. Und New Pin, ne? Die waren doch Mollung. Eckig. Mollung? Leider nichts. Und so hatte ich halt die jetzt auch erwartet, um ehrlich zu sein. Aber naja, immerhin haben wir dann auch ein bisschen Verpackung gespart, ne? Auch der Stimmt. Umwelt zuliebe mal. Auch nicht schlecht. Der Umwelt zuliebe, genau. Und nicht dem Profit zuliebe. Mhm. So, nix mehr. Lisa, du musst jetzt carryen. Carryen. Carry me home. Irgendwie öffnen sich die Booster seltsam. Aber allein schon das ist schon wild, ne? Wild. Ja, schon zu wild. Ordentlichst. Zu Aber wild. Ich ziehe jetzt hier noch was raus. Hier nach oben. Ganz am Schluss. Die letzte. Okay. Last Pack Magic. Meinsch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt sie. Ohne Pikachu? Leider nicht. Schade. Anklage hast du mich. Ich habe beliebt, aber du nicht. Und das war das Problem. Doch, ich habe beliebt. Ja. Aber trotzdem an sich. Also ich meine, allein die drei Hits sind ja schon mal. Ja, und dann hat man noch zusätzlich die Promokarte, die jemand ist ja als Sammler. Plus die Pins. Die Pin, ja, okay. Und eine Pin-Kollektion. Also ich meine, die Pins, die. Ja, weiß ich nicht, ob es da den Sammlermarkt dafür gibt, aber. Ja, gut. Sind schon cool aus. Ja, aber die zwei sind so ein bisschen schmal. So schmallippig. Das stimmt. Im Vergleich zum Gottrom, Trommel, Gottrom. Trommel, ja, also, ich hoffe, euch hat der kurze Gastauftritt von Lisa gefallen. Gerne, Lisa freut sich über jeden Kommentar. Immer, ausnahmslos. Gerne, du liest auch jeden Kommentar. Ja, so stimmt. Du beantwortest auch jeden Kommentar. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Ihr habt's gehört, ne? Deswegen schreibt ich Kommentare. Alle nur, ich beantworte alles. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao. I'ma be here till the end.